Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen wieder auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Vor ein paar Tagen kam mir das Mid-Season-Update in Season 3 raus und ich muss ehrlich sagen, das Update ist wirklich gut geworden. Wir haben zwei neue Maps bekommen und die Bunker wurden aktiviert, beziehungsweise das Easter Egg in Warzone wurde aktiviert. Und neben diesen ganzen Sachen sind natürlich auch noch ein paar Kleinigkeiten gefixt worden, beziehungsweise gepatcht worden. Unter anderem ist das G36 gepatcht worden, aka Holger 26. Die Waffe ist auf jeden Fall verbessert worden. Ich werde euch natürlich meine zwei besten Klassen zeigen für die Holger 26, beziehungsweise G36. Natürlich einmal im Multiplayer und im Warzone-Modus, deswegen bleibt gerne dran. Und bevor es losgeht, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Modern Warfare, beziehungsweise allgemein COD-Videos verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, würde mich echt mega freuen. Und jetzt würde ich sagen, wir uns in der Runde. Let's go. Abschluss bestätigt auf Hearted und ich muss eine Sache ansprechen, die jetzt quasi auf dieser neuen remasterten Map wirklich schlecht gemacht worden ist. Und zwar ist das dieser Headglitch hier. Man kann hier einfach drüber headglitchen und einfach alles abaimen. Und das ist eine Sache, die wirklich Camper extrem unterstützt, was ich nicht so nice finde. Und man kann sich einfach hier hintersetzen die ganze Runde und einfach alles abaimen, wenn hier jemand von hinten kommt. Bei der Holger wurde auf jeden Fall das allgemeine Bewegungstempo ein bisschen erhöht, dass man allgemein mit diesem Standard-Trommel-Magazin einfach ein bisschen beweglicher ist. Und was zusätzlich auch noch ein bisschen verbessert wurde, ist die ZV-Geschwindigkeit, dass man ein bisschen besser reinzoomt. Denn die Waffe hat ab und zu schon sehr, sehr langsam reingezoomt. Und was noch ein bisschen, also wirklich nur leicht verbessert wurde, ist die Rückschusskontrolle bzw. allgemeine Rückschuss wurde ein bisschen verringert, dass man quasi mit der Waffe eine bisschen bessere Präzision hat. Und was auch noch ein bisschen verbessert wurde, ist dieses 30-Schuss-Magazin. Das ist ja auch das einzige Magazin, was man auf die Waffe draufklatschen kann. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung zu der Map in die Kommentare. Ich muss sagen, diese Map ist sehr, sehr nice geworden. Ist ja halt im Endeffekt einfach Hearted von damals. Aber durch diesen einzelnen Spot, der jetzt quasi neu hinzugefügt wurde, dass man da quasi drüber headglitchen kann und diesen Spot auch einfach jeder nutzt, um irgendwie die Gegner abzuaimen, ist es halt einfach wieder um einiges schlechter geworden, diese Map. Obwohl sie auch wirklich einer der besten Maps aktuell noch ist in der MW. So nutzt halt einfach jeder diesen Spot aus. Guckt euch einfach an, wie okay das ist. Ich kann meine Waffe hier aufstützen, kann hier hinten alles abaimen. Natürlich habe ich hier diesen Bagger im Weg, aber der gebietet mir im Endeffekt auch noch ein bisschen mehr Schutz. Digga, wie kann man so tryhard? Was mit dem Update auf jeden Fall jetzt auch gekommen ist, ist wie gesagt, dass man die Bunker jetzt mittlerweile öffnen kann. Man kann diese roten Visitenkarten finden, die man auch schon ein bisschen länger finden konnte. Aber jetzt mittlerweile kann man auch wirklich in Bunker rein und findet dort auch ordentlich gutes Loot. Mit dem Mid-Season-Update ist auf jeden Fall noch einiges in Warzone gekommen. Unter anderem wurden einige Waffen zu dem Modus hinzugefügt, die man jetzt quasi auf Boden finden kann. Wenn ihr den Bunker geöffnet habt, werdet ihr auf jeden Fall eine Menge an Loot finden. Allerdings in dem Bunker ist quasi noch eine zweite Tür, die noch nicht geöffnet ist. Beziehungsweise noch keiner hat herausgefunden, wie man das Ganze öffnen kann. Nein, ey, Sir. Die Map ist so gut geworden, allerdings dieser eine Spot zerstört halt einfach dieses komplette Spielgefühl. Und ist echt manchmal traurig, wie MW versucht auf Krampf den Camper noch irgendwie einen Spot zu geben, wo sie ein bisschen sitzen können und einfach dort ihre Kills machen zu können. Es gibt ja auch Gerüchte, dass in Warzone bald ein Live-Event starten sollte. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, was da jetzt als Event kommen wird, beziehungsweise ob irgendwann wirklich ein Event kommen wird. Denn ich denke mal, irgendwann wird die Map auf jeden Fall verändert. Allerdings frage ich mich auch gar nicht mehr, wann endlich der Duo-Modus kommt. Ich hoffe, er kommt dieses Jahr noch, beziehungsweise vor dem Release von dem nächsten COD. Denn wir warten schließlich schon seit Tag 1, dass ein Duo-Modus rauskommt und bis jetzt ist immer noch nicht wirklich was rausgekommen. Also, bevor es weitergeht, zeige ich mein persönlich bestes Klassensetup für die Holger 26 und das G36C Klassensetup. Für das beste Klassensetup müsst ihr auf jeden Fall nehmen den Monolith-Schalldämpfer, dann beim Schaf den XRK Access-Lauf, einfach für die ZV-Geschwindigkeit, dass ihr noch ein bisschen schneller reinzoomt. Beim Unterlauf nehmt ihr den Söldner-Vordergriff für die Rückschusskontrolle und die Präzision aus der Hüfte. Dann bei der Munition nehmt ihr das 30-Schuss-Magazin. Habt ihr zwar weniger Munition als das Standard-Magazin, aber die Waffe ist einfach viel, viel beweglicher. Und im Multiplayer sollten auf jeden Fall diese 30-Schuss auf jeden Fall auch ausreichen. Und als letztes haben wir bei den Griffen das gemusterte Griffband für die ZV-Geschwindigkeit, einfach, dass ihr noch ein bisschen schneller in den Zoom kommt. Und das Sprinten zum Feuertempo ist auch ein bisschen erhöht. Wie gesagt, allgemein seit dem Patch ist die Waffe ja ein bisschen beweglicher gemacht worden und der Rückschuss ein bisschen verringert. Das merkt man auch deutlich, muss ich sagen. Ich habe die Klasse vor ein paar Wochen noch getestet, bevor der Patch kam. Und ich muss sagen, die Waffe lässt sich auf jeden Fall jetzt viel, viel besser spielen. Testet das Ganze gerne aus. Und jetzt zeige ich euch noch das originale G36-Klassen-Setup, wie ihr die Waffe quasi aus MW3 zum Beispiel kennt. Hier müsst ihr einfach nehmen den Monolith-Schalldämpfer, den XRK ultraleichten Lauf, den Kommando-Vordergriff, das 30-Schuss-Magazin und das gemusterte Griffband. Testet das Ganze, schreibt mir eure Meinung zu der Holger 26 nach dem Patch in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, jumpen wir ein bisschen in den Warzone-Modus. Das Klassen-Setup gibt es natürlich auch gleich noch. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Runde. Let's go. So.
Ah ja, perfekt. Hier haben wir auch das Neue, was es jetzt seit dem Update gibt und sowas, das ist die Plattenrüstung. Kann sich hier wirklich alle Platten ausrüsten, was wirklich sehr, sehr nice ist. Vor dem Patch war das mit der Holger so, dass man sich nicht wirklich schnell bewegen konnte, aber mit dem Update ist die Waffe auf jeden Fall ein bisschen besser geworden, man kann sich ein bisschen besser bewegen. Ich persönlich bin auch immer so der Freund davon, Waffen einfach zu testen und nicht immer einfach so auf Krampf die besten Waffen zu spielen, wie zum Beispiel die M4, die Graue oder die MP5 oder so. Ah! Warum? GG's. Ah, ich hasse Solos. Solos ist halt... Von wo? Danke. Es leben noch so viele Leute angeblich. Ich weiß einfach nicht. Oh, da ist er. Okay, da habe ich ein bisschen verkackt. Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Ich hasse den Spot jetzt schon wieder. Wie viele Leute hier einfach gestorben sind. Was? So, ich zeige euch jetzt mein persönlich bestes Klassen-Setup für die Holger 26 im Rosa-Modus. Also wirklich eine gute Waffe. Natürlich ist sie jetzt nicht so stark wie die M4 oder zum Beispiel die Grau. Aber man kann sie auf jeden Fall gut spielen und nach dem Update ist sie natürlich auch noch ein bisschen stärker geworden. Hier müsst ihr auf jeden Fall nebenbei der Mündung den Monolith-Schalldämpfer einfach für die effektive Reichweite und die Geräuschschalldämpfung. Dann habe ich den taktischen Laser einfach, damit man quasi noch ein bisschen besseres Aim hat. Also ich komme damit sehr, sehr gut klar. Der Laser ist natürlich nicht Pflicht. Ihr könnt natürlich auch stattdessen einfach ein Visier spielen oder das extra vollgeladen, dass ihr einfach noch ein bisschen mehr Munition am Start habt. Beim Schaft nehmt ihr den FSS Ranger Schaft für die Zielstabilität. Einfach, dass ihr noch ein bisschen bessere Kontrolle über die Waffe habt. Dann beim Unterlauf wieder den Söldner-Vordergriff für die Rückschusskontrolle und die Präzision aus der Hüfte. Dann beim Unterlauf den Ranger-Vordergriff für die Rückschusskontrolle und die Zielstabilität. Also da ist die Waffe auf jeden Fall sehr, sehr präzise. Ihr könnt natürlich auch den Söldner-Vordergriff nehmen. Allerdings muss ich sagen, Ranger-Vordergriff ist natürlich ein bisschen besser, da er die Rückschusskontrolle und die Zielstabilität ein bisschen verbessert. Was in Warzone wirklich sehr, sehr wichtig ist. Eigentlich sind alle drei Griffe sehr, sehr gut. Allerdings das gummierte Griffband ist natürlich nochmal für die Rückschusskontrolle gut. Beziehungsweise man hat auch auf die Distanz ein bisschen besseres Aim, was ich persönlich für sehr, sehr wichtig halte. Und jetzt gibt es noch ein kleines Gameplay mit der Holger 26 mit diesem Klassen-Setup. Der einzige Unterschied ist, dass ich ohne Schaft spiele. Allerdings habe ich jetzt auch gemerkt, dass mit Schaft eigentlich Pflicht ist, da man sonst in den Gunfights einfach meistens verzieht. Und jetzt viel Spaß damit. Go. Einer noch. Achtung hier. Go. Blau, blau, blau. Hab ein Team dort. Let's go. Ein Goat. Noch ein anderes Team. Team dort. Bei mir. So, das wäre es auf jeden Fall von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich echt mega freuen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr von der Holger 26 nach dem Patch haltet. Und Leute, das wäre es von mir. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.